Hallo, mein Reise mit dem Herrn West darf weitergehen. Heute ist Dienstag, der 25. Oktober. Und am letzten Donnerstag ist bereits Clue 3 erschienen, veröffentlicht. Und ich war ja immer noch beim ersten, habe ich berichtet in meinem Vorgängervideo. Und habe es gestern Abend tatsächlich heute Nacht geschafft, Teil 1 fertigzustellen. Also, es ist gestrickt in den Abschnitten, die er vorgegeben hat. Ich habe auch meine Loops geflochten, meine Zöpfe. Ja, es ist fertig. Teil 1, wie gesagt, Teil 3 ist bereits erschienen und übermorgen erscheint Teil 4, der letzte Teil. Ja, aber ich wollte mir ja auch Zeit nehmen. So, und dann habe ich auch tatsächlich Teil 2 begonnen. Und da haben wir ja hier angesetzt und stricken jetzt über diese Seite, hat er uns erzählt. Hat er in seiner Anleitung geschrieben mit verkürzten Reihen und dann die, ja, wie hat er sie genannt? Die Akzentfarbe? Ich glaube, er hat die Akzentfarbe genannt. Müsste ich jetzt tatsächlich in der Anleitung gucken, ist so ein Ding. Also jedenfalls meine dritte Farbe. Ihr seht es ja, ich habe ja ein dunkleres Blau und helles Blau, handgefärbte Wolle und habe mir eben dieses, ja, ich sag da immer Pink zu, bisschen ins Weinrote, also schaut gut raus. Und das eben, ja. Ja, also das ist jetzt für mich ein richtig entspannendes Stricken. Das werde ich auch stricken können, wenn ich ein klein wenig in Action war oder abgespannt bin. Hierbei musste ich doch immer sehr mich konzentrieren. Da ging es ja immer um Zunahmen, Abnahmen, Zunahmen, Maschen aufnehmen, Maschen abketten, mal hier keine Zunahme. Also das war ja schon ein bisschen Konzentration. Aber dieses ist jetzt ja locker flockig wegstricken und so hoffe ich mal, dass ich zumindest mit diesem Teil jetzt doch ein bisschen zügiger bin und da ein klein wenig ja aufholen kann man ja gar nicht sagen, aber ist auch egal, weil ich habe ja immer gesagt, und wenn es Weihnachten fertig wird oder im neuen Jahr ist ganz egal. Ich wollte ja eben diese englischsprachige Anleitung und weil ich von Steven West natürlich, er ist in aller Munde, schon so viel gehört hatte, noch nie etwas gestrickt hatte. Ja, und von daher ist auch gut. Und jetzt habe ich erstmal für heute genug erzählt, weil jetzt werde ich mich an die Nadeln begeben und heute Abend tatsächlich hieran weiterarbeiten. Arbeiten und dann schauen wir, wie die Reise weitergeht. Bis dahin. Hallo, heute ist Donnerstag, der 28. Jetzt muss ich erst schauen. Nein, der 27. Oktober. Ja, es ist Abschnitt Section Clue, nein, nicht Section Clue 4. Also der vierte Abschnitt heute erschienen. Und wo hängt Michaela? Im zweiten. Ja. Nun hatte ich ja schon erzählt, dass das so wunderbar läuft und ich denke, dass ich aufholen kann. Naja, nun, immerhin, es ist eine kleine Ecke entstanden nach dem ersten Abschnitt, also hier der zweite Clou 2 mit den verkürzten Reihen und der Akzentfarbe. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist ja so, ist ja unsere Strickrichtung gewesen. Und hier haben wir jetzt so gestrickt, also so. Und danach habe ich dann jetzt auf einen hellen Hilfsfaden die Maschen gelegt. In Ermangelung von passender Nadel. Ich weiß auch nicht, wo die immer alle stecken. Doch, natürlich weiß ich das. Ja, also mit Hilfsfaden geht ja auch.
Weil ich bin ja so eine, die nicht weiterguckt und nicht weiterliest und nicht Video und nicht Bilder stöbert, sondern die sich Schritt für Schritt da hineinarbeiten möchte. Ich möchte ja noch einiges lernen und so kann ich berichten, ich habe jetzt ganz schön was gelernt, denn tatsächlich habe ich hier einen Bock reingeschossen. Ja, also da stricke ich und denke schon beim ersten Abschnitt, ja okay, Short Rows, verkürzte Reihen. Ganz ehrlich, ich würde sie ja doch lieber mit meiner Bekannten und no, Doppelmasche arbeiten, weil ansonsten gibt doch das Löcher. Naja, also der Groschen ist da ja immer noch nicht gefallen bei diesen Überlegungen. Ja, ich stricke dann weiter, mache genauso weiter und denke, naja, vielleicht hat er sich da auch was bei gedacht oder das ist eben bei ihm so oder sein Merkmal, jeder macht ja anders. So, also denke ich denn mal weiter von wegen. Naja, musst ja auch nicht immer in deinen eingefahrenen Gleisen bleiben. Wenn das dann so ist, dann mach es jetzt mal so. Ja, und dann bin ich mit dieser Section, wie er das nennt, im Englischen sich das nennt, fertig und denke tatsächlich nochmal, naja, gut, man sieht's ja so nicht, ne? Und wann ist bei mir der Groschen gefallen, der berühmte? Ja, also das war der Abschnitt, fertiggestellt, diese Section. Und jetzt geht das an der anderen Seite von Clou 1. Ja, genau so weiter mit den Short Rows, den verkürzten Reihen halt. Ja, und als ich dann so mir die Anleitung nehme und nochmal lese, weil ich ja jetzt hier meine Akzentfarbe wieder ansetzen möchte und mir aber vorgenommen habe, damit ich dieses Englisch-Anleitungsmäßige noch besser verinnerliche, lese ich dann immer wieder. Ist ja nun auch eine Weile her, dass ich hier an der Seite gearbeitet habe. Ja, gestern habe ich pausiert, also 2 Tage her. Also lese ich nochmal. Und da dachte ich dann, oh, Michaele, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Und vielleicht sollte ich bei englischen Anleitungen noch ein wenig achtsamer, aufmerksamer lesen als bei deutschen. Ja, also, ich habe jetzt gelernt, dass auch der gute Herr West, der Steven, natürlich auch hier zustrickt und keine Löcher hat, indem er dann in der ersten Reihe mit der Akzentfarbe hier aus dem Knötchen nochmal aufnimmt und mit der folgenden Masche zusammenstrickt. Ne? Wie gesagt, hätte ich mal, hätte ich mal, hätte ich mal. Steht in der Anleitung drin. Und dann habe ich mir vorhin tatsächlich auch noch mal das Video angeguckt, was ich natürlich hier in dem Abschnitt nicht, weil ich wusste ja jetzt, wie verkürzte Reihen gehen. Und das Muster konnte ich ja wieder gut lesen, ja. Ich habe halt nur 3 oder 4, 5 Wörter überlesen, total überlesen. Und jetzt gucke ich halt und denke, ja, da steht doch noch was. Da steht, while closing the short row gaps. Michaele, was heißt das? Jetzt weiß ich's. Ja, wie gut, dass ich ja sowieso im Vorfeld beschlossen habe, das Tuch ist für mich. Es ist kein Auftrag, von daher sowieso kein Beinbruch. Ich habe auch hier nicht geribbelt, tue ich mir nicht an, lasse ich jetzt so, wird mich immer an mein erstes Mal mit Herrn West erinnern. Wie gesagt, wenn es ein Auftrag gewesen wäre, hätte ich jetzt geribbelt, weil da geht dann ja nicht, ne? So, nun darf mich also hier meine Reise weiterführen. Mal schauen, was mir unterwegs noch begegnet. Also stricken lässt es sich super schön. Die
Was er sich da ausgedacht hat, lässt sich gut arbeiten. Die Wolle ist sowieso ein Träumchen, habe ich euch erzählt. Ja, und deshalb gehe ich jetzt mal wieder an mein Strickwerk, denn heute darf ich tatsächlich hier dran bleiben, habe ich mir jedenfalls so vorgenommen. Und dann schauen wir die Tage, was ich weiter berichte. Bis dahin, alles Liebe und eine schöne Strickzeit. Es ist Sonnabend, der 19. November. Ja, endlich möchte ich mal zeigen, wie es mit meinem M-Kall Twist and Turns von Steven West weitergeht. Lange konnte ich nicht dran stricken, so viele andere Dinge zu erledigen. Doch nun endlich habe ich den Abschnitt 2 beendet. Das heißt, das war ja der Abschnitt 1. Dann wurden ja hier die verkürzten Reihen mit den Mustern an beiden Seiten gestrickt. Und dann ging es an Abschnitt 4 und 5. Und da wurden Zöpfe gestrickt. An beiden Seiten, hier an Teil 1, an Abschnitt 1 mit angestrickt. Und das auch an der anderen Seite. Natürlich identisch, wobei natürlich hier in diesen beiden Abschnitten die Strickrichtung, ich drehe mein Strickzeug mal, mein Teil, die Strickrichtung war natürlich diese. Also hier Maschen aus dem I-Cord von diesem Teil hier mit den verkürzten Reihen aufgenommen, dann die Zöpfe gearbeitet. Die haben mir übrigens viel Freude bereitet. Also das Maschenaufnehmen aus dem I-Cord ist natürlich schon immer für mich ein bisschen aufwendiger, sage ich mal. Und nachher auch eben wieder mit I-Cord abketten. Ja, es flutscht mittlerweile, Freude macht es mir nicht unbedingt, aber es gehört dazu. Und hier sieht man eben nochmal das Anstricken an diesen Abschnitt 1, der ja auf der anderen Seite, gucken, dass ich das mal versuche, hier auf der anderen Seite seitenverkehrt quasi gestrickt wurde. Also wie gesagt, Zöpfe, das war sehr abwechslungsreich. Natürlich muss man schon aufpassen, weil sie ja einmal hier in diesem Doppelzopf, einmal so rum, einmal so rum verkreuzt sind, einmal so rum und einmal so rum und auch diese immer noch entgegengesetzt. Also einmal so, beim nächsten Mal so herum. Ja, also es war schon eine sehr abwechslungsreiche, aber auch eben Konzentrationsaufgabe. So, nun ist Abschnitt 2 beendet. Ich habe also 5 Abschnitt, ja, wie er sagt, Clue 2 beendet mit Section 5. Also 2 Teile, 5 Abschnitte, sage ich es mal besser so. Erste Teil, das war dann der zweite Teil und mit insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Abschnitten. Jetzt wird das Ganze erst wieder lange Zeit, ja tatsächlich lange Zeit ruhen, bis ich mich dann an Clue 3, also das vorletzte Teilchen, wage. Begebe, denn jetzt ist wieder ein Teststrick auf den Nadeln und das geht natürlich immer dem eigenen Vergnügen ein wenig vor. Bis dahin, wenn wir uns dann wiedersehen, alles Liebe, alles Gute, sagt die Michaela. Tschüss!